Hallo Leute, hier ist mal wieder der Max mit einem neuen News-Commentary für euch. Es ist ja einen guten Monat, ich glaube sogar noch länger her, dass ich mal wieder ein News-Commentary mache. Ja, es gibt zu meinem Kanal gar nicht so viel zu sagen, aber es gibt viel zu sagen zu anderen Kanälen, die ja so um mich rundherum agieren. Aber trotzdem noch kurz zu meinem. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, habe ich... Ach, das Gameplay muss ich noch sagen, wie kann ich das vergessen? Das Gameplay ist wahrscheinlich von mir ein Crysis 3 Gameplay und, weil ich wahrscheinlich doch eher länger reden werde, von zwei Freunden aus meiner Klasse, wo ich auch den Kanal heute vorstellen werde. Ein MW3 Gameplay wahrscheinlich oder Black Ops 2, was weiß ich. Ein Gameplay auch noch von denen von COD. Gut, dann fangen wir mal an mit den ersten Themen, natürlich wie immer mein Kanal. Ja, mein Kanal, da gibt es echt nicht großartig viel zu sagen. Skyrim wurde fortgesetzt, wie ihr gesehen habt. Fallout kommt auch bald wieder. Es kommen ewig viele Duels in nächster Zeit, also richtig extrem. Beispielsweise Mim. Halo habe ich ein Let's Play ein Duel aufgenommen, das wird aber auf seinem Kanal erscheinen, soweit ich das weiß. Genau genommen ist es ein Triple, weil noch jemand Dritter dabei war. Auch den werde ich nachher im Video erwähnen. Aber auf alle Fälle Triple bei Halo. Also auf seinem Kanal halt, nicht bei mir. Dann kommen noch Duels mit Fungiwitz oder Videos mit Fungi. Und ich glaube, No Pro HD, wenn ich dann ein Thema habe, wird glaube ich auch noch ein Duel mit mir machen. Muss man noch schauen, wie das dann so ist. Ja, auf alle Fälle, mein Kanal tut sich gerade, ja, man kann nicht sagen weniger, aber auch jetzt nicht so sonderlich ungewöhnlich viel. Ich sag mal so, es ist eigentlich alles so wie immer, bis darauf halt, dass Skyrim fortgesetzt worden ist, aber das habt ihr sicher schon gesehen. Außerdem habe ich das in einem News-Commentary gesagt, im 7, glaube ich. Also das ist ja, glaube ich, gerade Nummer 8, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, eine Sache gibt es, ihr habt gesehen, ich habe das neue Design. Ja, ich habe ja am Anfang ziemlich über das Design geschimpft. Ich bin noch jetzt eigentlich noch immer kein Fan vom neuen Design, aber... Ich dachte mir, ich mach's lieber jetzt, bevor ich dann an einem Tag feststelle, dass ich plötzlich das neue Design habe. Ist es mir lieber, ich mach's noch freiwillig, mehr oder weniger, als dass ich es plötzlich an einem Tag habe, ist mir dann doch zuwider irgendwie. Da, wie gesagt, suche ich es mir lieber selber aus. Da fühle ich mich einfach dann noch wohler dabei. Ich glaube, zu meinem Kanal gibt's nicht mehr großartig viel zu sagen, na. Okay, dann fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, wo ein Projekt, bei dem ich auch dabei bin, auf dem Kanal von Tony, also Ace of Black Raptor, wurde ein neues Let's Play Together Minecraft hochgeladen. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ging es nach dem Let's Show nicht weiter, es kam kein Let's Play Part, weil es das auch nicht mehr geben wird. Es gibt ein komplett neues vom Anfang an auf dem Kanal von Tony, da ist es glaube ich bis Part 10 bisher hochgeladen und wir haben noch bis Part 30 glaube ich auf dem Laptop rumliegen, die müssen noch hochgeladen werden. Ja, da muss man noch schauen, wann die kommen. Ja, also wenn euch aufgefallen ist, dass das Let's Play Together nicht kam, dann wisst ihr jetzt, dass es auf dem Kanal von Tony ist. Ein komplett neues Video wird 3, also ich, Tony und Lorenz. Oder Lorenz, Tony und ich, so klingt's höflicher. Yo. Dann kommen wir zum nächsten Kanal, den ich am Anfang schon kurz erwähnt habe, von denen ich nach dem Crysis Gameplay höchstwahrscheinlich noch ein Gameplay verwenden werde in diesem Video. Sie haben zwar noch keine HDPVR oder Elgato oder so etwas zum Aufnehmen, noch nehmen sie nur mit der Kamera auf, aber nachdem ich das am Anfang ja auch getan habe, dachte ich mir, verwende ich heute einfach mal eine ihrer Gameplays. Ja, und zwar die Epic Gamers 46. Ich werde sie natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinken. Heute werde ich ein Gameplay mal von ihnen verwenden, mal schauen welches. Sie haben mir gesagt, dass sie sich eine Elgato, glaube ich, holen wollen. Mal schauen, ob sie diese Pläne noch immer haben, aber mir haben sie zumindest gesagt, sie wollen mal eine besorgen. Ich finde ihren Kanal bisher eigentlich gut, also wenn sie das weiter so machen wie bisher, bin ich meiner Meinung nach... ja, ein Kandidat, ihre Gameplays zu verwenden, weil ich das sehr gern machen würde. Gut. Dann, nächster Punkt, Halo Gamer HD.
Der hat, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ein Triple mit mir und noch jemanden aufgenommen, der wird noch gleich erwähnt. Gut, und der hat ein Let's Play gemacht von The Walking Dead Survival Instinct, glaube ich. Ich wollte gerade sagen DC Survival Instinct, aber das ist nicht ganz richtig. The Walking Dead Survival Instinct. Er hat das Let's Play, macht er jetzt nicht mehr auf seinem Kanal, er hat es auf seinem Kanal begonnen, allerdings lädt er es jetzt auf einem anderen Kanal hoch, nämlich auf dem Kanal von AsperHD, das ist der, den ich schon die ganze Zeit erwähnen will. Ja, AsperHD, bei dem lädt er das Ganze hoch, ich glaube, der hat 241 oder 42 Abonnenten, irgendwas 240, was weiß ich. Bei dem lädt er das jetzt hoch, weil es ein reiner Let's Play-Kanal ist und ich glaube, Sebi will den Kanal nur für Commentaries freihalten oder so, was weiß ich. Darum, bei AsperHD ist dieses Let's Play zu finden. Wer es sich anschauen will, auch das wie in der Videobeschreibung. Sowohl der Kanal von AsperHD als auch Halo Gamer HDs Kanal. Auch wenn ich mal denke, dass ihr den mittlerweile schon kennt. Denke ich. Ich nehme es mal an. Ich vertraue euch mal und denke mal, dass ihr das wisst. Okay, also das Let's Play wird dort hochgeladen. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Ich glaube, er hat das nicht irgendwie angekündigt, soweit ich das mitbekommen habe. Mal schauen, ob er das noch tun wird. Auf alle Fälle von mir erfährt ihr es jetzt. Das. Oder erfahrt. Erfahrt, was weiß ich. Jetzt wisst ihr, dass es auf dem Kanal von AsperHD weitergeht. Jo. Mit dem AsperHD will, oder werde ich heute sogar, am Abend noch ein gemeinsames Projekt starten. Nämlich von Far Cry 3 wollen wir den Koop zusammenspielen. Da wird meine Sicht auf meinen Kanal und seine Sicht auf seinen Kanal kommen. Damit ihr was davon habt und seine Abonnenten was davon haben und ja, damit beide Kanäle davon etwas haben. Ja, das war's, was ich dazu sagen kann. Es ist übrigens auch in Österreich, also die österreichischen Patrioten mögen da bitte hingehen. Gut, der nächste Kanal, Mr. Kobold. Wer ihm suchen will, beide Male mit Doppel-O. Sowohl bei Kobold Anfang als auch Kobold Ende, beide Mal Doppel-O. Wie schreibt man diesen Kanal? Das ist wahrscheinlich der verrückteste Kanal, den ich kenne. Das trifft das Ganze, glaube ich, ganz gut. Nein, er ist ein Freund von mir. Und ich finde seinen Kanal echt witzig. Ich habe jedes seiner Videos sicher 3-4 Mal gesehen, weil sie so verrückt und krank, aber dennoch irgendwie lustig sind. Ich wollte ihn eigentlich schon längst mal erwähnen, aber bisher habe ich ihn immer nur beim letzten News-Commentary hatte ich in der Videobeschreibung ihn verlinkt, weil ich ihn damals den Kanal noch nicht kannte, als ich das aufgenommen habe. Aber jetzt kenne ich den Kanal, ich mache gerade ein News-Commentary, also schaut doch auf alle Fälle bei ihm vorbei. Wer auf verrückte Sachen steht, die einem zum Lachen bringen, dann so, möge er da vorbeischauen. Das ist echt... Ja, mir fällt kein besseres Wort als verrückt ein. Gut, der nächste Kanal, Booty HD, oder Booty HD, der hat ein Video bei GCN noch hochgeladen, das ist auch ein Österreicher. Der hat irgendwie, ich glaube, 10 oder 20 Abos durch GCN gemacht. Fand ich richtig cool. Und ich hoffe mal, dass er durch dieses Video auch noch ein paar dazu bekommt. Er macht vor allem Far Cry 3 Let's Plays. Und so ein, ach Gott, wie heißt das nochmal, Let's Blödel GTA. Wo er mit Cheats und einem Freund meistens die Städte von GTA verwüstet. Und dabei ein bisschen rumfehlt, aber es ist echt witzig. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Das Video bei GCN könnt ihr euch natürlich auch gerne von ihm anschauen. Es ist... Da stellt er sich einfach nur vor, während er gerade Far Cry 3 zockt. Ich habe das Video echt gern gesehen, weil ich seine Stimme sehr gern mag. Sehr gern hab. So klingt es besser. Ich mag seine Stimme und... Darum, glaube ich, kann er es auch noch echt weit bringen, weil er wirklich eine sehr, sehr gute Stimme hat. Sorry. Der nächste, der auch was hochgeladen hat bei GCN ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, XM Untouchable TV. Sie haben, ich glaube, wenn man die Montage weglässt, das erste Gastvideo hochgeladen bei GCN, wo es um die Jugend ging, werde ich auch verlinken, also die Jugend von heute und deren Splittergruppen wird sowohl das Video als auch ihr Kanal natürlich verlinkt. Das Video kann ich euch ans Herz legen, ich habe es sehr gern geschaut. Obwohl, das Video haben sie, glaube ich, auch bei sich hochgeladen. Müsst ihr schauen. Ich denke, dass sie es bei beiden Kanälen hochgeladen haben. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Sie machen vor allem Commentaries.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie auch ein Let's Play haben. Ich glaube schon, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher. Muss man schauen. Mit dem habe ich ein Duel gemacht. Wer sich noch erinnert, mit denen habe ich ein Duel gemacht. Das geht mir hier gar nicht darum, den Kanal großartig vorzustellen, als vielmehr das Video, was sie bei GCN hochgeladen haben, vorzustellen. Dann der nächste und wahrscheinlich auch letzte auf meiner Liste, der Muffin LP. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, habe ich ein neues, wie nennt man das jetzt, Kanalbild, Kanalbanner-Ding bekommen. Das ist von ihm. Er macht allerlei Zeug. Was hat er gemacht? Er hat ein Tutorial gemacht von einer Installation bei Minecraft. Er hat ein Review zu einem Mod gemacht, glaube ich. Er macht allerlei, wie heißt das nochmal, Backgrounds und so, mit Speedart und Co. Also er macht Intros, Backgrounds, Designs, mein Kanalbild, das von Sebi, also Halo hat er auch gemacht. Und immer wieder bringt er dann nochmal einen Edit. Ja, meine Stimme kackt heute ab. Es ist auch noch sau früh, ich weiß gar nicht, wieso ich so früh ein Video mache. Was soll das? Ja, er macht allerlei Zeug, wie ihr jetzt wisst. Wer auf, wie ich finde, wirklich sehr, sehr geile Designs und Backgrounds steht, der muss da mal echt vorbeischauen. Und ja, seine Edits habe ich gar nicht gesehen, muss ich gestehen. Da habe ich mir nicht angeschaut, ich habe mir immer nur seine Speedarts angeschaut und die gefielen mir echt ziemlich gut. So, das war auch der letzte auf meiner Liste. Ich möchte noch kurz was zu GCN sagen, abschließend. Ich bin stolz, ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin echt begeistert, wie aktiv die Leute dort sind. Der Kanal hat 56 Abonnenten und ein Video macht im Durchschnitt 100 Aufrufe. Also das ist echt nicht schlecht. Und auch, dass ihr dann zum Beispiel Booty HD doch unterstützt habt, kann man sagen, ist auch sehr gut. Es kommt meistens eigentlich echt nur positive Resonanz. Finde ich auf alle Fälle cool. Also macht Spaß, so einen Kanal zu machen. Und wer sich wundert, wieso ich dort nichts hochlade, momentan weiß ich nicht genau, was ich dort hochladen soll. Ich warte darauf, dass es richtige Mitglieder gibt, weil eigentlich war es so gedacht, dass Alex und ich dann mit den Mitgliedern, nicht mit den Gastleuten, die ein Gastvideo hochgeladen haben, sondern mit den Mitgliedern, die dann auch dazu gezwungen, kann man sagen, oder die alle 3 Wochen ein Video hochladen müssen, sind die Mitglieder. Da gibt es bisher nur Alex und mich, weil ich habe bisher jedem nur Gastvideos angeboten, noch keine Mitgliedschaft. Da muss man schauen. Ich werde jetzt mal ein paar Leuten noch die Mitgliedschaft anbieten, dass die hochladen können und wollen, was sie. Nein, warte, dass sie hochladen können, was sie wollen. So meine ich das. Sorry. Also zum Beispiel Booty, da ja eher der Let's Player ist, könnte dann, wenn er Mitglied wäre, beispielsweise ein Let's Play dort hochladen. Fängt er dann mit keine Ahnung, gegen einen nur Let's Play an. Das kann er dann bei GCN hochladen, als Beispiel. So, dann war es das auch schon. Keine Ahnung, ob das Gameplay zu Ende ist. Wenn nicht, packe ich euch noch Musik dahinter. Ja, das war's. Mit dem News-Commentary Nummer 8, glaube ich. Oder? Ja. Auf alle Fälle, Nummer 8. Was ich noch vergessen habe zu Halo Gamer HD, der macht jetzt bald sein 200 Abonnenten-Special. Also schaut regelmäßig bei seinem Kanal vorbei. Ich glaube, ihm fehlen noch 4 Abos. Schaut regelmäßig vorbei, ob da nicht schon das 200 Abonnenten-Special ist. Ich freue mich schon sehr. Ich glaube, er macht ein FAQ, aber ich bin mir nicht sicher. Ob es das noch immer gibt, ich weiß nicht genau, was. Seine Gedankenvorgänge versteht irgendwie keiner. Das ist normal bei Sebi. Sei gegrüßt übrigens. Und ich bin weg. Alle Kanäle bzw. Videos, die ich erwähnt habe, sind unten in der Videobeschreibung. Das Far Cry gemeinsame Ding, da brauchen wir überhaupt noch einen Namen. Kommt bald, wir nehmen es heute Abend auf, mal schauen, wie. Ja, wir versuchen das ja möglichst gleichzeitig zu machen. Das ist immer schon ein bisschen Arbeit, dass es alles schön gleichzeitig ist, muss man schauen, wie wir das machen. Gut, ich bin weg. Chaotisches Video, gebe ich zu. Hat trotzdem wieder mal Spaß gemacht, ein News-Commentary zu machen. Meine Stimme ist jetzt weg. Ich bin weg. Auch. Ha, welches Wortspiel. Oh Gott. Ciao.